Hi, ich bin Milica Jovanovic und ich spiele in Jekyll und Hyde die Lisa, die Verlobte von Henry Jekyll. Millie, du bist ein echtes Ruhrpott-Kind. Was bedeutet es für dich, hier im Ruhrgebiet auf der Bühne zu stehen? Ach, das bedeutet mir sehr viel, weil ja, hier bin ich halt groß geworden. Ich bin mit 3 Jahren sind wir aus dem Münsterland nach Recklinghausen gezogen. Und ja, ich war auch früher immer in Dortmund. Also wir sind zum Beispiel immer nach Dortmund gefahren, um einkaufen zu gehen, wir Mädchen. Und ja, Dortmund, ich war auch hier im Theater, habe ich mir auch Sachen angeschaut. Also das ist für mich einfach wirklich wie ein Nachhausekommen, dass ich endlich hier in der Nähe bin. Mal ein bisschen zu deiner Rolle. Du spielst Lisa, die Verlobte von Jekyll. Was ist das für eine Person? Ja, wir haben da ja gerade schon mal vorher drüber gesprochen. Ich finde, manchmal wird sie oft als brav tituliert. Und das finde ich gar nicht. Ich finde das auch nicht. Ja, weil sie sucht sich ja ihren Mann selber aus. Was in der Zeit überhaupt nicht normal ist. Also normalerweise sind das alles arrangierte Ehen. Aber sie sagt, nein, ich suche mir selber den Mann, den ich liebe. Und aus Liebe zu heiraten in der damaligen Zeit ist wirklich ein sehr fortschrittlicher Gedanke. Und das gefällt mir sehr an ihr. Das stimmt, und er ist ja auch gar nicht den gesellschaftlichen Konventionen entsprechend. Das heißt, er eckt ja in ihrer Welt total an. Ja, total. Und so muss sie sich sogar gegen Widerstände von außen entscheidet sie sich für ihn. Ja. Das ist ja eigentlich was ganz Starkes. Mhm, finde ich auch. Was ist denn deine Lieblingsnummer im Stück? Ich bin so gespannt. Meine? Ja. Unser Duett? Ja, meins auch! Ja, ich finde es auch. Ich liebe das auch. Ich habe jetzt schon jedes Mal so Gänsehaut. Ja. Das ist wirklich total schön. Geht mir auch so. Ich freue mich so, dass du auch dasselbe sagst. Ich habe das auch schon als Kind, habe ich das immer mitgesungen zu Hause mit der CD. Ja, ich auch. Und du auch. Ab dem 12. Oktober spielen wir hier dieses spannende Stück. Ich finde es so toll, weil die Musik so spannend ist. Das ist einfach so eine schöne Musik. Ich habe die schon als kleines Kind gehört. Ich habe da immer mitgesungen mit den beiden Frauen, egal wie hoch und tief. Ich habe einfach mal mitgekräht. Und ja, jetzt das hier machen zu können, ist einfach besonders. Und wir werden ein großes Orchester haben. Wir haben eine riesige Bühne, die dreht sich die ganze Zeit. Es kann auch was hochfahren. Also das ist allein optisch schon ein Genuss. Dann sind die Kollegen und Kolleginnen Hammer. Also ja, kommt vorbei.